Willkommen zurück zu Let's Play Gargoyles Quest, Ghosts and Goblins. So, wir sind unterwegs zu irgendwo hin, wo wir nicht wissen, wohin. Und ja, komm wieder zu einem... Oh, erstmal zu einem Level. Oh Gott. Ich hab vergessen... Oh, ich bin zu langsam. Wieder mal ein Leben verloren, wundervoll. Ich freue mich. Ich habe eine Essence of the Soul Stream benutzt und mein Body ist geheilt. Who are you? You are not living here. Let's see, my friend. Ja, das war wieder so ein Level, wo ich überhaupt nicht mag. Und ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Ich habe vergessen, die Knöpfe umzustellen. So toll wie immer. So. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir sind Firebrand und machen alle Plug. Obtain to Wild. Yes, man. Und dort seht ihr links da oben Häuser. Da wollen wir hin. Nein, da scheint ein Dorf zu sein. Ich finde die Musik übrigens wundervoll. So, wir gehen in dieses Dorf rein. Komische Musik, wir sprechen einfach mal dort an. If you find the essence of the soul stream somewhere in the realm, the wounded can be healed. Also, wenn wir die Essenz von der soul stream, egal was es auf Deutsch heißt, finden, dann können wir geheilt werden. Das haben wir ja gerade mit dem Firebrand. You finally made it! Yes! With the talisman of the cyclone, a damaged body can be revived. Irgend so einen Talisman, glaube ich, den müssen wir finden. Was ist denn noch los hier? Hier steht jemand. Black Light. Even a resurrection spell can't help if you are touched by its darkness. Wow. So, hier ist ein Kumpel, den wir öfter treffen. Jack is gifted with the second sight. Seek his advice. When they were attacked, the Barone Jar lost the gremlin stick given him by King Darkwan. Oh, hier steht was. Eine Vase quasi. Und wenn wir darüber gehen und check machen. Obtain two wilds. Wunderbar. So. Wer bist du hier? Komm mal her. Most of us have been defeated. Some who were revived are hiding here. Oh, es ist also ordentlich weit Action los und alle verstecken sich. Wir gehen mal hier rein. Was ist hier los? Er ist quasi, wenn ihr Landstalker gesehen habt, ein Priester und gibt uns einen Code, damit wir an dieser Stelle wieder weitermachen können. Brauchen wir aber nicht. So, und an dieser Stelle sind wir vorhin ja in der ersten Folge auch rausgekommen. Er ist ein Dealer hier. Wenn wir zu ihnen sprechen. Exchange 8 vials for one talisman of the cyclone. Ein Talisman of the cyclone ist, glaube ich, ein Leben. More than that would be greedy. So, wir haben jetzt... Steht das überhaupt drin? Nö. Nicht ein Talisman? Talk. Exchange 8 vials for one talisman of the cyclone. Ich glaube, das ist einfach ein Leben, ja. Habe ich so viel schon gehabt, dass ich mir jetzt noch so viel leisten kann? Eigentlich habe ich doch gar nicht so viel, oder? Habe ich mir schon 3 kaufen können? Sorry, you're short of wise. Ich habe mir 3 da leisten können, so viel habe ich schon verdient. Nicht schlecht. Das heißt, ich habe jetzt 3 Leben, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Naja, ist doch gut. So, gehen wir mal hier rein. Hier kommen wir nicht zum wichtigen... Oh, hier ist nochmal ein Wahl. Check. Obtained one. Boah, das ist nicht toll. Wer ist denn hier? This is the room of the Baron Jark. Hallo Baron Jark. Dicker Fettklopf. I'm Jark. I'm afraid I can't help you without my gremlin stick. He got the gremlin stick. My powers are very limited. If you only I had a pack, man. Yo. You will do it, great. Was? Ich hab nur gesagt, ja. Aber du warst, na toll. Wir sollen dir deinen Grandma Stick wieder besorgen. Great. This is the fingernail of the spectrum. Wir haben ein Item gekriegt. When you have it, you will become light and be able to fly higher. Wir haben Level. Jetzt das Item Fingernail. Und können, ihr seht bei Jump, haben wir Stufe 2 und können etwas höher springen.
Das ist wichtig, um weiterzukommen, weil hätten wir uns jetzt nicht geholt von ihm. Oh, ich hab noch irgendwas drücken können. Ah, when you have it, you will become light and... Ach, Licht einmal, genau, bei dem Level war es zu dunkel und able to fly higher. Und wenn ich jetzt beim Level hier irgendwas drücke, habe ich gesehen, dann kommt noch Talisman. Ich habe drei Talismänner, das ist also Leben und drei war jetzt. Okay, dann kann ich checken. Kein Problem. So, da mit dem Fingernail, da kommen wir jetzt weiter im Level, gehen einfach aus dem Dorf wieder raus und nach Norden. Wir müssen ihm jetzt sein Gremlin Stick besorgen. Help me! You aren't one of them, are you? Hilf mir, du bist keiner von denen, oder? I was so scared, our attackers went east. Ja, er war so eine Angst gehabt. Die Attacker sind nach Osten gegangen. Oh, hier jetzt schon eine bisschen schwere Sache. Oh, wir können jetzt ordentlich hochspringen. Ah. Doch, im Vergleich zu vorher. Schon ziemlich hoch. Damn! Ich glaube, es hat einfach mein Ding. Ah, nein! Ja, und so ist es öfters. Ich und Jump'n'Run spiele. Aber ich schaffe es. Genau. So, und hier ist die Brücke. Zum einen ist jetzt Licht hier drin, obwohl die brennt. Und wir können dadurch, dass wir jetzt den Fingernägel haben, hier weiter, sonst hätten wir vorher nicht gekommen, ohne dass wir ihm helfen wollen. Und jetzt müssen wir über diese Brücke, wo alles brennt. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Hier muss man ordentlich aufpassen, dass man mit dem Fliegen rum... Und schon sind wir durch, über die Brücke gekommen. Und da stehen hier irgendwelche Sachen rum. Und wir checken einfach mal, was das hier ist. One Talisman of the Cyclone, ein Leben! Wunderbar! So. Verdammte Kacke. So, wieder mal ein Level geschafft, wieder mal Geld verdient, dass wir uns Leben kaufen können. So, weiter geht's, wer bist du denn? Up ahead is the Palace of Darkhorn. Up ahead, ja, da will ich doch hin, zu Darkhorn. Weil wir brauchen noch den Gremlin Stick. Keiner will mir richtig helfen. Das ist natürlich für euch ein bisschen langweilig, weil hier immer die gleichen Level kommen. Aber es kommen, also für unterwegs hier, aber ich werde es nicht rausstellen, weil es eben zu kurz ist. Und auf Feld One Wild. Wir quatschen jetzt wieder mal hier Keule an. The Gremlin Stick! You are a stupid henchman of the Barone! I sealed that stick away in the big tower monster! Und jetzt will er mit mich kämpfen, oder was? Was für ein Spocken, Alter! Du hast doch wohl keine Chance gegen mich. Ah, verdammt. Ja, man muss dann warten, bis der abgegebene Schuss weg ist, bevor man einen zweiten setzen kann. Gut, das war jetzt kein Problem hier zu gewinnen. So, wir haben... dort ist... genau. Oben, wo wir jetzt nicht lang konnten beim Typen. Da müssen wir erst den Gremlin Stick haben, dann zu links gehen. Wie heißt er? Zu Jerk oder Jark. Und wir gehen jetzt ins nächste Level, in diesen Turm hier. So, und ich setze hier gleich erstmal ein Safe State, damit wir hier immer von vorne anfangen können, wenn wir alle lieben. So. Jetzt müssen wir uns durch diesen Turm kämpfen. Hier gibt es neue Gegner und zwar. Diese Pilze, wenn wir die kaputt schießen, zerplatzen sie in drei Feuerkugeln. Und wir sollten bloß aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Dann gibt es diese Fliegen hier.
Und diese Augen hier mal irgendwann zu platzen. So, mal gucken. Es gibt hier zwei Wege. Und welchen ich jetzt nehmen muss, das weiß ich jetzt nicht. Dann, wenn ich jetzt hier hochgehe, wo ich da hinkomme. Boah, voll getroffen. Ja, hier komme ich, glaube ich. Boah, da ist ein Leben. Oder komme ich nur hin? Komme ich jetzt so gar nicht hin, sondern ich müsste mich oben rechts fallen lassen. Ab, stinkt. Ja, schon. Erstmal das erste Leben verloren. Scheiß Auge. Aber okay, passiert. Bin ich ordentlich aufgepasst. Diesmal gehen wir gleich den richtigen Weg, weil dort müssen wir gar nicht lang. Dann habe ich mich hier damals immer abgemüht. Ihr wisst gar nicht, wie ich gelitten habe, ja. Dann, als ich das erste Mal geschafft habe, dieses Spiel durchzuspielen, und dann war ich so erleichtert. Und dann habe ich es auch gleich öfters gemacht und dann wusste ich ungefähr auch, wo alle Geheimnisse und so waren. So, ihr Fliegen, passt euch mal. Ihr stinkt. Geht zu den euren Augen. So. Und du Stinkefliege da oben. Kommst du wieder, oder? Ja. Scheißhausfliege. So, Pilz kaputt schießen. Ah, fuck, ey. Warum, dass man nur zwei Energiepunkte hat. Es gibt ja auch so eine sogenannten Midway Points. Oh, die Fliege ist weg. Aber ich weiß nicht, wo der hier wirklich ist. Das sind keine Röhren, ja, falls man denkt, man könnte diese Dinger als Röhren nutzen. So. Wenn wir uns jetzt hier rechts fallen lassen würden, könnten wir dieses Leben kriegen, habe ich aber keinen Bock drauf. Ich probiere. Ah, das schaffe ich eigentlich ganz gut. Mal erstmal diesen Wild kriegen. Okay, das ist ganz gut. Dass wir uns wieder Leben kaufen können. So. Ich glaube, mehr war hier nicht. Genau. Das heißt, wir gehen mal. Och, das war knapp drin lang. Ich hoffe, wir haben schon einen Hitbreak Point hinter uns, aber ich glaube, macht es gar nicht. Sonst muss ich wieder alles von vorne machen. Na gut. Es dauert noch ein bisschen, bis wir. Nein! Ja, da war meine Wing Power war weg und ich habe mich locken lassen. Nein, wir waren am Midway Point, aber gerade so wieder. Oh, Schwein gehabt. Bin egal, ich bin glücklich. Gut, wieder ein Leben verloren. Diese Viecher muss man zweimal treffen, das ist ein bisschen ätzend. Aber ich hoffe, ich werde es irgendwie. Das Coole ist, wenn man zu tief ist und die Augen ausspucken dann und sie aus dem Bild fliegen, kommen, sind sie weg und kommen nicht nochmal runter. Ja. Der Boss hier eigentlich. Darkhorn. Ja, kann mich gerade nicht erinnern. Oh, aber weg, genau. Oh. Klappt doch ganz gut hier. Hier muss man aufpassen, bei oben Stacheln und unten Stacheln. Ah. Dass wir die Stacheln jetzt nicht getroffen haben. Ja! Man muss hier wirklich aufpassen, wie doll man immer auf die Tasten drückt, damit man auch nicht oben irgendwann irgendwelche. So, wir kommen ganz gut durch hier. Oh! Ja, wir kommen jetzt zum Boss. Oben links diese Blasen. Das wird der Boss sein. Ich mich auch immer ewig abgemüht. Aber bevor wir den töten, mache ich eine Pause und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin sage ich. Ciao!